Wir haben Gondolero getötet. Alter. Ufus. Und jetzt? Happy End, ja. Ja, es gibt ein Happy End. Schön, ne? Aber. Da klopfen? Ich klopfe mal. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Aha. So. Ja. Und jetzt? Ja. Du schon wieder? Gute Nacht, Ich Nico. Hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligan's Gadget Shop getarnt wärst. Und das. Guten Anmachspruch anwenden. Okay. Dann gehen wir mal nochmal in die Spelunke. Stolhammer drin. Hey Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey Puppe, kommst du öfter her? Au. Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Oh je, was kommt denn jetzt? Auf geht's! It's on! Hey. Let's get ready for another violent round of Platypo Spartaka! Seraphnika! Yes! Don't shield your balls! Petty force! Cervical vertebra breach! Ist wirklich nicht leicht. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen.
Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Hey, nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Hä? Ich wollte ihn auch. Muss ich jetzt auf das Rote drücken oder nicht? Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Versteh ich's. Dem habe ich's gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Wir versuchen es nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf geht's! Guckt, muss ich unten. It's on! Let's get ready for another violent round of Platypus Pataka! Okay. Fight! Too bad! Yeah. Oh, I can't! Coward move! Hey, yeah. Don't shield your balls. Embarrassing. Yeah. Give up already. Aqua. Dense defense. Looking silly bonus. Yeah. Resistance is futile. Fixing our blow. Don't shield your balls. Yes. Movie prize. Still awesome. Consolation points. Blockhead block. Fisticuff. Rage mode. Finish him. Kill him. Smash his face. What? Chop off his head! Make him bleed! Was? Warum durfte sie jetzt nur noch angreifen? Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja. Aber es kann auch. Wegen des hin. It's on! Let's get ready for another violent round of Platypus Pataka! And fight! Hey, excuse me. Ging es hin? Rage mode! Yeah. Finish him! What a shot!
guts! Yeah. Kill his guts! Shove off his head! Spill his guts! Nein! Make him bleed! Kill him! Smash his face! He earned that! He earned that! Hm? Water shot! Kill him! Doch mal wieder? Shove off his head! Nein! Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Darf ich jetzt nichts machen, außer in die Arena gehen? Bitte. Ich immer noch hier dann wieder, oder? Nee. Hier sind nicht mehr. Ich sehe jetzt nur noch in der Arena. Mir so. Okay. Heißt, ich muss es schaffen. Und nochmal das Training. Eigentlich bin ich ja schon perfekt im Training. Aber andererseits kann es auch nicht schaden. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Bis uns auch was bringt. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Machen wir nochmal. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Meine Güte. Was? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Okay. Okay.
So, das muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Du meine Güte. Oh Mann. Get on! Let's get ready for another violent round of Platypus Wataka! Okay. Fight! Yeah! What? Zieht hier halt trotzdem voll nix an. Ich muss trotzdem gucken. Water, stop. Hey, you're fat. Hey, you're fat. Muss nur drauf achten, wo sie hinguckt. Hey, nein! Ah. Schau mal, bitte! Nee, ich hab's nicht geschafft. Nein. Das okay. Hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Oh. Ja. Oh. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die anderen beiden überzeugen. Die haben wir überzeugt. Und sie würde auch mit zu Doc gehen wahrscheinlich. Muss ich aber die anderen beiden noch, also die zweite Goal kennen, also die niedliche und ja, die Lady Goal. Und für Lady Goal muss ich alle Schnabeltiere verschwinden lassen. Mitglied des Widerstands werden und das untere Ding ist Turnierhand besorgen, ins Cockpit gelangen. Cockpit gelange ich nur mit dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit und den haben wir kurz nachdem wir ihn bekommen haben, verloren. An Bord des Taucherboots gelangen. Wie lange ich da jetzt hin? Soll ich vielleicht erst das hier machen? Aber wie? Ah. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Oh.